Stefan, magst du noch was Abschließendes sagen? Hast du noch eine Lieblingsbotschaft, die du gerne kommunizieren willst? Hast du noch einen Impuls für die Teilnehmer, den du Also gerne... ich erinnere mich nur an meine Zeit als Selbstständiger, wo ich auch versucht habe, in Teams zu arbeiten und was gar nicht funktioniert hat. Also ich war ja, ach Gott, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe ein Mountainbike-Team gemanagt, das hat so halbwegs noch funktioniert. Ich bin dann in die New Economy gegangen, habe dort gegründet, war dann selbstständiger Berater, Vorstandsvorsitzender und so weiter und habe eine Firma nach der anderen gegründet, aber ich habe eigentlich nie eine Firma gegründet, sondern es waren halt immer Geschäftsideen. Und ich hatte in meinem Leben so viele Ideen und Domains, keine Ahnung, bestimmt 1000 Domains in meinem Leben reserviert, also das ist keine Übertreibung. Ich hätte damals, wenn mir damals jemand gesagt hätte, ja, du musst im Team arbeiten und das ist doch. Ich wäre nicht bereit dafür gewesen. Es wäre nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Jetzt ist es so, ich arbeite in dem Team. Es ist aber gar nichts Besonderes. Also es ist auch nicht so, dass ich mir denke, ja, ich habe da was ganz, was Tolles geschaffen und so weiter. Nee, ich bin einfach nur Mensch. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, wenn wir unsere Menschlichkeit im anderen erkennen und unsere eigenen Herausforderungen auch sehen. Vielleicht haben wir sie schon hinter uns und der andere steckt aber noch mittendrin und das dann nicht geringschätzig behandeln, weil wir drüber stehen, was wir nie tun, sondern einfach nur erkennen, okay, der gleiche Struggle, den ich damals hatte und ich kenne das alles und da einfach ein bisschen empathisch sind und die Menschen unterstützen, dann geht es wirklich nur darum, das ist für mich wirklich nur wie ein Skulpteur, der nimmt weg, was überflüssig ist und fügt nichts hinzu. Ich versuche nicht den Leuten einzureden, dass sie in einem Bereich eine Stärke haben, wo sie keine haben. Sondern ich nehme einfach nur weg, was überflüssig ist. Und da gehören natürlich auch Glaubenssätze und Überzeugungen dazu. Aber ich brauche doch nicht davon ausgehen, dass es innerhalb von 2 Monaten geht, wenn wir über einen Zeitraum von wie vielen Jahren auch immer in unserer Kindheit dressiert wurden. Das ist ja nicht ein Prozess, der innerhalb kürzester Zeit umkehrbar ist. Und da einfach ein bisschen Geduld mit sich selbst und mit den anderen. Und dann läuft die Sache eh. Und wirklich von diesem hohen Ross runterkommen, dass man die Idee hat, man wüsste, wie es richtig ist. Weil man weiß es nicht. Man hat keine Ahnung. Wenn man wirklich ehrlich ist, hat man keine Ahnung. Und das ist super wichtig zu erkennen. Ist ein Prozess, man muss ihn stellen und man braucht die richtigen Leute, die einen dabei begleiten, ja. Ja, und wenn keine Leute da sind, das nicht verkrampft versuchen, sondern dann sind halt gerade keine Leute da. Und irgendwann kommen die auch. Und irgendwann, also das hat ganz viel damit zu tun, vielleicht das als Abschluss. Ich weiß, dass ich mich dabei einigen unbeliebt mache, weil das wird nicht so gern gehört. Ich sehe es aber mittlerweile tatsächlich so, dass unsere Ursprungsfamilien nicht unsere wahre Familie sind. Unsere Ursprungsfamilien sind die, die uns ins Leben bringen und auf den Weg. Und dann geht es darum, das herauszufinden, was du wirklich willst. Erst wurde dir erklärt, was du alles nicht machen darfst. Und deswegen hast du irgendwas gemacht, ohne dass du wusstest, ob das überhaupt das ist, worauf du wirklich Lust hast. Und dann geht es wirklich um deine Wiedergeburt. Das ist eine neue Geburt. Das ist nicht im nächsten Leben. Das ist in diesem Leben. Du musst in diesem Leben herausfinden, ah, das sind die Päckchen, die hat mir meine Familie mitgegeben. Die habe ich von meinem Vater, von meiner Mutter, vielleicht auch noch vom größeren Umfeld, von Lehrern, wer auch immer noch beteiligt war, Kindergärtner, keine Ahnung. Und das ist das. Da habe ich nie überprüft, ob das wirklich das ist, was ich will. Ich habe nie hingeschaut. Ich habe es halt einfach angenommen und gedacht und übernommen. Und jetzt ist die Zeit, das abzustreifen und zu sagen, was will ich denn wirklich und was ist tatsächlich meins? Und es einfach wirklich beiseite zu legen und auch diese Pakete, die du da bekommen hast, zurückzugeben an deine Eltern und zu sagen, das ist eure Sache, das ist nicht meine. Ich habe das meiner Mutter mal sehr, sehr klar gesagt. Die hat mich gefragt, mein Bub, warum machst du das immer so schwer? Und dann habe ich gesagt, Mama, was glaubst du, von wem ich es habe? Das ist nicht böse, sondern Nein, das ist einfach klar. Also nein. derjenige, der mir das Päckchen mitgegeben hat, macht sich Sorgen und Gedanken, warum ich da ein Päckchen mit mir rumtrage. Ja, das hat schon einen Grund, warum das da ist. Und
das ist aber auch mein Job, das ist auch nicht der Job meiner Mutter und die ich brauche ihr da auch nicht verzeihen und sie mir nicht und sie muss bei mir nichts aufarbeiten und ich bei mir nicht, sondern ich darf einfach die klare Entscheidung, also diese Klarheit haben, dass ich sage, das ist mein Leben, ich entscheide jetzt. Und jetzt mache ich es mal so, wie ich es gelernt habe, dass man es nicht macht. Oder zumindest so, wie ich gelernt habe, dass man es macht. Und dann schauen wir weiter. Und dann schauen wir, wie schlimm wird es wirklich? Werde ich wirklich sterben dabei? Werde ich wirklich zugrunde gehen? Oder kann ich das alles durchleben? Und ich sage das alles aus praktischer Erfahrung. Das ist keine Theorie bei mir. Ich war tatsächlich auf Gran Canaria, habe im Zelt und in der Höhle gelebt. Und das war die bereicherndste Erfahrung meines Lebens. Weil ich, da war kein Ende, das war Open End, da war nichts geplant, irgendwann komme ich wieder zurück. Das war einfach, jetzt bin ich da. Und es war super. Es gibt keine schönere Erfahrung in meinem Leben als das.